Meine lieben Freunde, wir haben es jetzt genau 13:50 Uhr und wir gehen jetzt nochmal pumpen. Wir nehmen jetzt nochmal die Schulterrisse an mit meinem Manager, dem Michael, dem Herr Michael Smirnoff. Ach, stimmt noch gar nicht, Smirnoff heißt ja jemand anders. Und da werden wir heute nochmal richtig ranklotzen und die Schulter demolieren. Also Michael, wie sieht das aus heute, der Plan, der Trainingsplan? Was machen wir heute? Schulter? Du machst Schulter? Du, Schulter, Brust? Ich mache ganz Körper. Bizeps, Trizeps, Arme, Beine, Brusthaare und den Rücken nehme ich mal an. Die Waden nicht vergessen. Die Waden, ja, die Waden, die können wir. Wo fährt denn der Ecke jetzt hin? Mit seiner Armeemützchen. Der muss kurz weg. Achso, hat er wichtige Termine. Und Michael, meinst du, das wird heute, wird heute eine erfolgreiche Pumpstation? Ja. Das war nicht so warm. Ach, heute ist die perfekte Temperatur, ja. Heute Morgen war es schön kühl, es war schön angenehm und heute haben wir uns die Akkus schön aufgeladen, zu Hause schön gefressen, bis die Plauze was platzt und einen schönen Shake. Kennst du diesen Jake Cutler? Designer, Bodybuilder, auch viermal Weltmeister. Er hat immer so mittags trainiert, so wie du, und hat sich vorher schön voll gefressen, 3-4 Mahlzeiten. Und dann hat er die beste Energie gehabt. Und hat es einmal richtig durchgezogen und dann war wieder gut. Trainieren gegessen. Ordentlich gefressen. Damit die Energie kommt! Naja, es gibt Leute, die haben solche Philosophien, andere haben solche Philosophien. Ich hab schon probiert zu trainieren mit auf leeren Magen. Ja. Geht, aber nach einer Weile wird ein bisschen übel, weil der Kreislauf zusammenbricht. Ja, gut, genau. Und wenn man zu viel isst und dann trainiert, dann wird einem auch übel. Ja, man muss immer das gesunde Mittelmaß finden. Ich kann aber nur sagen, die Pumpe lügt nicht, die Muskeln lügen nicht. Und wenn der Jake Cutler das sagt, dann probieren wir das auch mal aus. Und wenn jetzt mal richtig Pumpe!